Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das Agieren der Landesregierung ist aus unserer Sicht nicht zu verstehen. Es lässt sehr zu wünschen übrig. Lassen Sie mich dies an dieser Stelle entsprechend erklären. Nehmen wir einmal den Vergleich in Sachen Verkehrsinfrastruktur im Land vor. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern stellt kurzfristig für den Flughafen Rostock-Lage trotz eines gerade erst anders beschlossenen Haushaltes weitere 500.000 Euro bereit, um eine drohende Insolvenz des Flughafens zu vermeiden. Herr Pegel, Herr Minister Pegel, Herr Eifler, da frage ich mich doch, wer soll das bezahlen? Da frage ich mich doch, was hat das mit ökonomischer Vernunft zu tun? Dieselbe Landesregierung bringt für den Erhalt der Südbahn nichts auf, weil ihr der politische Wille dazu fehlt. Sie führt unterschiedliche Gründe dafür an. Zu hohe Investitionskosten, um die Strecke zwischen Parchim und Malchow zu ertüchtigen, zu geringe Fahrgastzahlen und so weiter und so fort. Nun erhält das Projekt Rostock-Lage einen Zuschuss nach dem anderen. Und entlang der Südbahnstrecke gründen sich Bürgerinitiativen, die für den Erhalt ihrer Bahnstrecke kämpfen. Übrigens, der nächste Termin an den Bahnhöfen in Parchim, Lübs und Malchow und so weiter ist morgen am Freitag, übermorgen am Freitag um 17 Uhr. Vielleicht fahren Sie ja hin, da können Sie sich direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu Ihrem entsprechenden Anliegen unterhalten. Im Gegensatz dazu ist uns nicht bekannt, dass sich Bürgerbewegungen zum Erhalt des Flughafens Rostock-Lage gebildet haben. Warum sollten Sie denn auch? Die Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern fliegen ja ohnehin nicht von Lage aus in die Ferne. Das ist ja gerade das Problem des Flughafens. Er wird nicht angenommen von den Menschen hier im Land. Die Gewichtung der Landesregierung liegt auf einem Flughafenprojekt, das dem Untergang geweiht ist und nicht dort, wo die Menschen, wie am Beispiel der Südbahn deutlich wird, danach rufen. Verkehrsinfrastruktur vorzuhalten ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Man kann darüber streiten, ob ein Flughafen in Mecklenburg-Vorpommern dazugehört oder nicht. Aber selbst diese Auseinandersetzung und gar die Antwort darüber bleibt uns die Landesregierung bis zum heutigen Tag schuldig. Im Vergleich dazu, die Entscheidung für die Südbahnstrecke Busersatzverkehre einzurichten und das trotz vehementen Widerstandes der vor Ort lebenden Menschen, die wurde vom Verkehrsministerium problemlos schnell getroffen. Und zu früh, meine Damen und Herren, wie Sie sehen werden. Damit komme ich zu einem zweiten wesentlichen Kritikpunkt an der Verkehrspolitik hier im Land. Die Entscheidung gegen die Südbahnstrecke wurde ohne die Grundlage eines aktuellen integrierten Verkehrswegeplans getroffen. Seit 2 Jahren, wenn nicht sogar schon länger, kündigt das Verkehrsministerium diesen Landesverkehrsplan an und liefert ihn nicht. So konnten Optimierungspotenziale für die Südbahn gar nicht aufgezeigt werden. Aber es werden Tatsachen geschaffen, die später nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das lasten wir Ihrer Politik an. Das finden wir nicht in Ordnung. Wie wir erfahren haben, gibt es einen interkommunalen Arbeitskreis unter Beteiligung der Landkreise und Bürgermeister in der Südbahnregion. Erst kürzlich hat dieser Arbeitskreis dem Verkehrsministerium ein Konzept für die Südbahnstrecke vorgelegt. Dieses Konzept zeigt sehr wohl auf, dass es sich mit den aktuell eingeplanten finanziellen Mitteln für die Busersatzverkehre rechnet, die Zugleistung aufrecht zu erhalten. Aber vom Verkehrsministerium wurde auch dieser Vorschlag abgelehnt. Was Sie für einen hier im Land nicht stattfindenden Flugverkehr bereit sind auszugeben, das kürzen Sie an anderer Stelle weg. Wir sagen es nicht zum ersten Mal. Es fehlt der rote Faden in der Verkehrspolitik in Mecklenburg-Vorpommern. Unsere Fraktion stimmt dem Antrag der Linksfraktion zu.
Vielen Dank.